Was geht's hier, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic und Sega Aces Racing 2 Transformed hier bei Crush 40 Freak 89. Ja, es geht nun weiter mit dem Klassiker Cup. Das ist anscheinend der letzte erstmals verfügbare Cup. Danach heißt es, offscreen so viele Sterne sammeln wie nur möglich bei der Welttour, damit ich die letzten Strecken auch noch verschalten kann, die für den Cup nötig sind. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wen wollen wir denn jetzt noch für die letzte große, für den letzten großen Cup nehmen? Ich meine, Gum sieht ganz gut aus. Joe Musashi hatten wir schon. Pudding. Gilius ist auch ein cooler Typ. Weiß, der ist auch wirklich eine coole Socke. Oder der Nicke. Ja, der hat Level 3. Amigo. Oder Speedy Joe. Ich wünschte, ich könnte euch fragen. Aber, naja. Ich würde sagen, wir nehmen Weiß. Und ein ausgeglichen. Ja, ausgeglichenes Kit, dass zumindest seine Lenkung ein bisschen besser wird. So, zweimal haben wir die Chance und zweimal haben wir sie vergeigt. Egal. Nun geht's weiter mit einer spiegelverkehrten Samba de Amigo-Strecke. Gab's sie eigentlich schon, also als erste Herausforderung bei der Welttour beim Superstar Showdown? Ich glaube nicht. Samba de Amigo. Nein, Moment. Kann das sein? Ist das hier die erste Strecke? Ist es die Strecke aus den ersten Teil? Nee, oder? Nein. Okay, Leute. Wenn das hier die erste Strecke ist, könnte das jetzt auch gut möglich sein, dass hier auch dieser Samba de Janeiro Song enthalten ist. Na gut, dann werde ich halt wirklich jetzt möglichst Commentary halten. Aber sollte es trotzdem zu einem Copyright-Problem kommen, welche das Video sogar sperren lässt, muss hier der Ingame-Sound fehlen. Und zwar ab jetzt. Ja, ich bin bereit. 3, 2, ah, ich hab vergessen. Nein, ist das... Nein, das ist nicht, Samba de Janeiro Song. Also da hatte ich gerade nochmal Schwein gehabt, weil den gibt's ja nur bei ersten Teil und bei Sega Superstars Tennis. Also ist immer noch der andere Samba-Sänger. Aber wer ist dieser Samba-Sänger nochmal? Aber die Samba-Songs klingen auch ganz nice. Hoffentlich bekomme ich auch damit nicht irgendwelche Probleme, wenn da mal was schief geht. Weil, naja, ich habe bisher keine Probleme damit bekommen. Also denke ich auch, dass das auch weiterhin so der Fall sein wird. Ich habe dafür genug Commentary. Der Ingame-Sound ist nicht allzu laut. Also man hört da schon etwas, aber nicht allzu viel. Durch das Commentary wird es ja wieder... Ja, ich weiß ja nicht, wie das genau abläuft, weil... es gibt ja viele Let's Player, die da so Copyright-geschützte Musiken trotzdem verwenden. Aber trotzdem kein Copyright-Problem bekommen, weil sie nämlich durch Commentary das Ganze übertönen. Und die müssen die ganze Zeit quatschen und quatschen und quatschen. Weil man hört zwar die Musik im Hintergrund, aber durchs Commentary wird das anscheinend übertönt. Da weiß ich jetzt nicht, wie man das jetzt nennen soll. Aber ist egal. Ist jedenfalls nice, dass wir tatsächlich eine Strecke aus dem ersten Teil wieder verwenden können. Hoffentlich kommt es auch wieder eine Seaside-Hill-Strecke. Ach, aber Metal Sonic ist echt hartnäckig und muss mich ja ausgerechnet auch noch treffen. Nein, kein Item. Verdammt, ich habe bisher noch kein einziges Item bekommen. Das ist schon die zweite Runde und noch kein einziges... Lasst mich doch, hallo. Ich will doch mal weiter nach vorne kommen, verdammt. So, jetzt aber Drift Level 3 und ein... Verdammt, ich will ein Item. Ist denn das so viel verlangt, ey? Ich will nach vorne kommen, also ein Item, bitte, wäre echt nett. Oh ne, Schwarm. Okay, die fliegen eh wieder weg. Der Nicke Patrick hat es nochmal erwischt. Gut, jetzt bin ich Dritter. Gum, geh aus dem Weg. Metal Sonic ist jetzt noch das letzte Ziel. Endlich mal ein Item, das mir nichts nützt. Okay, egal. So, Metal Sonic, du bist jetzt gleich fällig. Lasst mich doch in Ruhe! Kümmert euch lieber um Metal Sonic, ey! Ich bin immer derjenige, der gedisst wird. Ich bekomme am wenigsten Items. Das ist so blöd geregelt, dass man nicht, Nein! Warum schaffe ich denn das nie? Ich fahre immer an den Items vorbei. Egal, was ich auch tue. Ja, setz endlich deinen Hot Rods ein und lass mich damit in Ruhe. So, und jetzt aber... Eine zweifache Drohne, das ist... Was? Hat sie es etwa abgewehrt? Wie denn das? Wie ging denn das? Verdammt, gleich ist die Runde vorbei und Metal Sonic ist nach wie vor vorne.
Ich will ihn endlich überholen. Komm schon. Das muss doch was werden. So, jetzt schnell, Turbo, aber das bringt nichts mehr, ich glaube. Ah, noch habe ich eine Chance. Ah, bring mir eine Drohne oder wenigstens einen All-Star. Ich habe ja wirklich ein extremes Pech hier. Shit. Super. Das fängt ja gut an. Toll gefahren, ja von wegen. Alter, dieser Metal Sonic. Der hat wirklich so viele Sekunden Vorsprung gehabt, das geht echt nicht. Verdammt, den nächsten Strecken muss ich ab jetzt. Spur City, Casino Route und Ekanga. Ist wirklich Ekanga, diesmal diese Final Fortress. Shibuya City muss wirklich die erste Strecke sein, Casino Route auch die aus dem ersten Teil. Obwohl zwischen den ersten und den zweiten Teil ist da kaum Unterschied bei der, na, wie hieß nochmal? Bingo Highway hieß der zweite Act, wie hieß nochmal der erste Act aus Sonic Heroes, die dritte Zone? Casinos. Ach, ich vergesse es immer. Verdammt. Ach, mir fällt es bestimmt noch ein. Erstmals machen wir wieder. Ja. Und. Nein, was soll das? Das hätte ich doch schaffen können. Scheiße. Das sieht mal wieder gut aus. Und natürlich kriege ich hier kein Item. Ich fahre immer wieder dran vorbei. Weil es ja so lustig ist, hä? Komm, ihr könnt mich mal. Aber das ist wirklich die erste Strecke und ich glaube auch die erste Musik. Nee, wohl, ich glaube, die hatte man. Ja, super Handschuh, danke. Das bringt mir ja voll was. Ich werde doch nur dann erst getroffen, wenn. Was? Passroller und Doppelflip. Ja, nice. Hier kann man wirklich super Stunts machen bei diesen Strecke. Ja, na toll, jetzt ist der Handschuh weg und Tails hat immer noch sein Feuerwerk, oder? Ja, klar. Nein. Wer war denn das jetzt, bitteschön? Wer hat mich da jetzt denn diesen blöden Schneeballen getroffen? Shit, ey. Ich muss das jetzt endlich mal packen. Erster will ich werden. Und keine andere Platzierung mehr. Warum schaffe ich es einfach, keine Items zu bekommen? Ich habe so einen riesen Verschleiß mit den Items an, mit den anderen Items vorbeifahren. Aber immerhin, die Strecke ist mir bekannt aus dem ersten Teil. Langsam nervt das. Langsam nervt das echt, dass ich an jedem scheiß Item vorbeifahren muss, was ich brauche, um endlich Erster zu werden. Bitte da jetzt. Danke. Ich muss wirklich achten, dass ich möglichst genau hinfahre. So, jetzt einen schönen Stunt. Yeah. So, und Gum habe ich auch schon da überholt. So. Und jetzt endlich mal ein paar Items. Habe ich leider Gum nicht treffen können. Und die ist ganz schön hartnäckig an mir dran. Aber das stört mich nicht, denn ich... Oh nein. 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 Lasst mich, ihr blöden Hornweisel. Shit. Yeah, der All-Star. So, komm her. Komm her, ich krieg dich sowieso. Komm her, komm her, komm her, Gam. Das ist schön abgeknallt. Okay, doch nicht, aber... Ich meine, habe ich sie so auch überholen können, aber trotzdem. Hätte ich doch erwischen... Nein, nein! Ja, dafür habe ich die Karre jetzt aus dem Weg geräumt. Die hätte sie wahrscheinlich plätten können. Das habe ich nun davon nicht gelacht. Oh, jetzt ist ja was selber getroffen worden. Das ist nice. Und jetzt schnell nach oben. So, wieder ein Feuerwerk zum Aufheben. Aber das hebe ich mir auf. So, schön Stunts machen. Yeah, nice. Kann man so geile Stunts machen. So, sie hängt wieder an mir dran und ich werde von irgendwelchen Fahnenmasten aufgehalten. Boah, wo ist sie? Verdammt, ich muss sie dann treffen mit dem Feuerwerk. Ich kann zwar nach hinten gucken, aber das irritiert mich nur, wenn ich kurz den Rückspiegel einschalte. Okay, aber jetzt feuern! Nein! Ja, damit habe ich Tails getroffen, aber das bringt mir nicht viel. Verdammt, ich darf nicht mich abbremsen lassen. Nicht abbremsen lassen. Gam ist ganz schön dicht damit dran. Das schaffe ich ja vielleicht noch. Drift Level 3 schneller und nice. Aber mich wundert es nicht, dass Gam hier abging wie
Schmidts Katze, weil ist auch klar, Jet Set Radio Strecke, da hat sie einen Heimvorteil. Na schön. So viel mal dazu. Die nächsten Strecken müssen wir auch gewinnen können. So, was gibt's jetzt hier noch? Ja, die Casino Route, genau. Casinopolis hieß die Stage aus Sonic Adventure 1. Ach, Mann. Ich wünschte, ich wüsste es. Ich wüsste es, wie die Strecke nochmal hieße. Oh. Casino Park. Ja, genau, Casino Park. Ah. Okay, wenigstens Level 2. Und wenigstens ein Turbo-Start, weil das letzte Mal war wirklich scheiße. Und das ist natürlich auch die Casino Park-Musik. Echt nice. Ach, wie ich das liebe. Ich freue mich echt auch schon auf das Let's Play zu Sonic Heroes. Auf mein Let's Play. Okay, Pudding, du verpieselst dich. Ich würde dich am liebsten jetzt nach unten stoßen. Naja, aber es war auch ein bisschen lame von mir. Ein bisschen böse. Toll. Jetzt war ich auch noch an den Torstreifen vorbei. Was denn noch? Ah, ausgerechnet. Ich dachte... Super. An der Stelle, wo ich hinfahre, da verschwindet das Item. Und ich dachte... Ach, egal. Sieht wirklich genauso aus wie... Ja... Boah, das war knapp. Oh nein, 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 weg. Die haben so ein Glück mit diesen Spielmünzen. Die werden alle davon gedisst. Aber umso besser für mich. Also gibt es zwei Wege. Welcher war der richtige? Blau wäre eigentlich mein Lieblingsfarbe gewesen. Aber ich nehme doch lieber den hier. Zieh nach den rechten. Und man kann hier schön driften. Okay. Und Drift Level 3. Und... Bam, 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 bam. Ja, der Nicker Patrick wenigstens ein Treffer. Was heißt hier knapp verpasst? Oder hat er das, oder hat er was anderes gesagt? Egal. Ja, Drohne sollte vielleicht... Moment mal. Ach so, das war nur wegen der Umkreisung, weil ich dachte, der Beat ist jetzt vor mir und ich hab, ja, ich bin Erster. Ist da jetzt was verbuggt oder was? Ah! Ganz klasse, da kriege ich deinen ersten Schneeball, wenn mich diese ganzen Websen erwischen müssen. Eieieiei. So, Drift Level 2. Und noch ein nach hinten. Nix. Ich glaube, ich habe... Da muss ich echt aufpassen. Aber hier verliere ich auch trotzdem ein bisschen zu viel Tempo. So, aber jetzt... Schön driften. Ja, da ist wieder einer reingefahren. So, diesmal nehme ich den anderen Weg. Blau ist ja meine Lieblingsfarbe. Blau wie Sonic. Oder wie diese Karre hier, weil Weiß hat auch wirklich ein geiles Gefährt. Das muss man schon lassen. Sieht auch irgendwie aus wie ein Schneemobil. Ja, das hört mir auch erst jetzt auf. Irgendwie so Schneemobil-mäßig. Aber okay. Wie viele Punkte haben wir da jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder zu nah am Mikrofon. Wie viele Punkte hatten wir da jetzt? Irgendwas mit 1.074.000. Yeah, jetzt werden wir angefeuert. Weiß, 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 Weiß. Ja. Ich werde meine Fans nicht enttäuschen. So. Ich hoffe, ihr feuert mich auch kräftig an. Schreibt es in den Kommis, wenn ihr mich gerade zu dem Zeitpunkt anfeuert. Wie viele Websen haben die denn noch im Gepäck? Oh, ich habe trotzdem einen recht weiten Vorsprung. Oder bin ich mir das nur ein... Nein. Ich sehe auch, dass keiner direkt hinter mir ist. Und Draft Level 3. Ausweichen den ganzen Kram hier. Diesmal muss ich es so machen. Das dürfte knapp werden, das auch. Aber trotzdem ist es gereicht. Wow. Das wird natürlich auch ein bisschen knapp. Weil da kann es schon eine winzig kleine Berührung ausreichen, um richtig Schaden zu kassieren. Also, dass man schon abgebremst wird hier. So. Weg da von der Wand. Okay. Und jetzt aber schnell Drift Level 3. Oh, oh. Jetzt haben sie mich aber ein bisschen eingeholt, aber das nützt ihnen nichts. Wir sind wieder Erster. Nice. Danke. Also schreibt jetzt in den Kommis, wenn ihr mich kräftig anfeuert. Denn jetzt geht das halt für die letzte Strecke. Und dafür bekommt auch Level Weiß vorher noch ein Level Up. Den Handlings-Kit. Gut, der Eckhanger. Final Fortress, wie? Ah, wieder nichts mit dem Bonus-Casino. Entschuldigung.
So. Da gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Ob es wirklich jetzt tatsächlich die Final Fantasy aus dem ersten Teil ist? Nein, es ist noch immer die eine Strecke. Wozu heißt es eigentlich Klassiker Cup, wenn man nicht die ganzen klassischen Strecken durchmacht? Die eine Samba der Amigo-Strecke war doch tatsächlich aus dem ersten Teil. Aber jetzt... Naja, wahrscheinlich, weil das vergleichbar war. Weil da nicht so viel verändert wurde. Okay, ist egal. So. 2, 1 und Level 3 Turbostart. So ist es doch nice. So. Mann, die Mucke passt hier überhaupt nicht. Das hier ist das Death Egg und trotzdem kommt die Cosmic Fall Musik. Aus Shadow the Hedgehog. Bei der Space Colony Arc. Da könnt ihr mir auch dazu eure Meinung teilen, warum das jetzt plötzlich so blöd geregelt ist. Oh ja, toll. Danke, dass ihr mir den Drift-Level versaut, ihr Spasten. Mensch. Geht's wieder ganz schön ab hier. So, jetzt Drift-Level 3. Jetzt hole ich wieder auf, damit ihr es wisst. Kommt ihr mal direkt ein Kugelfisch vor den Latz. Okay, Shadow ist ausgeschaltet. Und die beiden anderen stürzen... Moment mal. Stürzen nicht direkt ab. Die fallen auf die Strecke direkt runter. Ach, super. Too slow. Das ist ein Sonic-Spruch, mein Lieber. So, ein schöner Stunt. Und jetzt Tails zu dir. Ach, toll, dieser blöde Eckblech-Heini. Wenigstens habe ich ihn ein bisschen eingefroren. Obwohl mir das erst beim dritten Schneeball gelingen soll. So, da haben wir noch Danica Patrick, die mir dran kleben möchte. So, sie wurde von irgendwas... Na toll. Dieser blöde Wirbel, aber ich wurde davon nicht umgedreht. Komisch. So, weg. Ja. Yeah. Gam ist schon wieder so weit vorne, die... Ach, na warte. Dich hole ich noch ein. Ich schwöre dir. Ja, wir haben noch zwei Runden. Die Strecke ist hier bisher die längste. So. Man hätte wieder versucht. Ja, sie wurde ein bisschen abgebremst durch die Webs. Jetzt bin ich schon... Jetzt bin ich nicht mehr so weit von ihr entfernt, dieser... Dieser Blechheini von Eggman. Ich hasse Eggmans Blechheinis. Oh, scheiße. So. Jetzt wieder Drift Level 3. So. Jetzt aber überholt. Bam. Okay. Soweit, so gut. Na, und ihr heute so. Wow! Nein, das war klar. Shit! Na toll. Dafür landet sie da sanft. Shit, ey. Nein. Bin ich wieder so weit zurückgefallen. Super. Klasse, mega geil. Na warte, ich krieg dich noch. Ah! Ja, den hätte ich gleich fahren sollen. Dieser schissenen Eckblech-Heinis, die gehen mir so Arsch vorbei. Ah! Na warte, Tails, jetzt bekommst du einen von mir. Nice. Wow! Oh nein, das ist der Nicky Patrick. Super. Na, zweimal hintereinander von irgendwas getroffen, ist klar. Ja, jetzt! Lasst mich doch! Hallo! Warum bin ich immer das Opfer? Wer? Ja, toll. Wehe, wenn es jetzt... ist es jetzt etwa Ralph oder was? Nein, die Musik klingt nicht nach ihm. Ich würde auch gerne aus da... Hä? Ich konnte Metal Sonic jetzt... Nee, die Drohne hat tatsächlich den Blechheini abgewehrt. Das gibt's ja nicht. So... Na warte, Tails, ich krieg dich, so, geh mir mal hübsch aus dem Weg. So, bam. Und jetzt nur noch Gum, oder? Ist es Gum? Ja, verdammt, den muss ich jetzt echt einholen. Vielleicht habe ich jetzt mal die Abkürzung da runter. Oh, yeah, Punktlandung. Aber leider, nach dieser Tails. Und es ist schon Runde 3, scheiße, der will's nicht. Verdammt, ich möchte aber in dieser Strecke noch Erster werden können. Och, nee. Der Nicky Patrick ist mir im Nacken. Wow! Hilfe! Hilfe! Websenalarm!
Nein, jetzt werde ich auch noch von irgendwas getroffen. Shit, ey. Komm schon. Noch ein gutes Item. Eis, ja klar. Als ob man das viel mitbringen würde, oder? Yeah. So, oh nee. Okay, jetzt habe ich hier Tails erfolgreich überholt, aber ich glaube, Gum schaffe ich nicht mehr. Ey, du. Der Nika, geh mir du nicht auch noch auf den Sack, ey. Dann schnell überholen. Wenigstens noch Zweiter. Okay, das ging noch. Ich glaube aber, das gewinne ich. Ja, immerhin, aber... Boah. Dass ich es nicht per Tour nicht schaffen konnte, Gum zu überholen. Da gibt man schon echt sein Bestes. Du hast 6 Sekunden Vorsprung. Guckt euch das an. Echt schlimm. Schlimm. Aber immerhin. Holoseum, den Spiegel Grand Prix freigeschaltet. Doch! Jetzt haben wir den nächsten Grand Prix. Yeah, nice. Dann geht's also im nächsten Part doch weiter wieder mit einem Grand Prix. Na? Achso, jetzt kommt ja die Siegerehrung, stimmt. Das habe ich total vergessen. So. Ja. Ah, müssen sie natürlich enttäuscht sein. Der Nicker Patrick auch. Und Gum, die, obwohl sie Erster wurde, es nicht geschafft hat, Weiß zu schlagen. Ist auch klar, wie Klosbrühe, warum. Gell, Mädel? Damit hast du nicht gerechnet, was? Hast dich jetzt so selbstsicher gefühlt auf den ersten Platz. Na schön, Leute. Dann sehen wir mal, ob wir jetzt wirklich eine neue Strecke frei haben. Neuer Grand Prix freigeschaltet. Ja, der Spiel Grand Prix. Ja. Der Mi! Ja, jetzt haben wir unseren neuen Charakter, den Mi. Ja, es gibt da insgesamt also 10 Grand Prix. Piratenschiff. Ja, alles. Also geht's in den Drachenkap... Nee, weiter. Mit unseren Mi. Ja. Sieh sich einer das an. Sieht das geil aus. Und wir sind auch noch echt Arounder. Aber unser All-Star ist ein bisschen lame. Naja. Dürfen wir mal gespannt sein, wie der aussehen wird. Oh, geil. Dieser Mini-Cabrio hier. Sieht irgendwie aus wie das aus von ja, ich habe die Namen von den beiden vergessen, aber die sind aus Virtua Fighter, aus dem ersten Teil. Die sind anscheinend auch nicht mehr mit am Start. Also, in Grand Prix oder Super Saiyan Showdown. Und diese beiden noch in Super Saiyan Showdown. Ich wette, dieser Charakter wird jetzt Dr. Eggman sein. Ja, weil bisher haben wir noch gar nichts von ihm gesehen. Eggman wird jetzt wahrscheinlich der letzte Charakter sein, den wir entweder in Super Saiyan Showdown oder in Grand Prix freischalten kann. Und diese beiden sind jetzt noch bestimmt zum einen realer und zum anderen diese habe ich auch schon wieder vergessen. Egal. Jedenfalls geht's im nächsten Part weiter mit meinem Mi beim Drachencup Spiegel. Also, Daumen hoch, wenn euch dieser Part auch wieder gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part dabei. Nicht verpassen. Seid gespannt. Schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Danke fürs Gucken und auf Wiedersehen. Und tschüss, Leute.